Er ist der Trainer des österreichischen Football-Nationalteams. Er möchte Football in Europa vorantreiben und er steht am 30. Oktober an der Sideline, wenn es heißt Team Österreich gegen Team Dänemark bei der EM. Hallo, Max Sommer, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Als Head Coach, was sind die Emotionen so kurz vor dem letzten Spiel in dieser Football-EM? Ja, vor dem Spiel natürlich wird es noch einmal richtig heiß und man ist aufgeregt, wenn die Hymne ertönt. Das sind ganz besondere Momente. Aber hier heute sitzend vor unserem Trainingslager freue ich mich zuallererst am meisten, dass wir unser Team wieder zusammenbringen können. Es sind doch wieder 2,5 Monate her seit unserem letzten Spiel gegen Serbien. Die Jungs haben eine Sommerpause gehabt, es hat sich wieder viel getan. Und ich freue mich einfach, den Trainerstab und das Footballteam wieder face-to-face zusammenzubringen und in die Vorbereitung zu gehen. Bei euch ist jetzt alles minutiös geplant. Am Donnerstag geht es auf ins Vorbereitungscamp, am Freitag dann der Abflug Richtung Kopenhagen. Magst du uns ein bisschen erzählen, was ist da jetzt so geplant? Was macht ihr so in diesen letzten Momenten vor dem großen Spiel? Ja, also wie gesagt, wir haben uns lange nicht gesehen und so ein American Football Team besteht aus Offense, Defense und Special Teams. Das ist sehr komplex in der Spielanlage und wir haben jetzt 3 Feldtrainings noch vor uns, um wieder uns zu finden, unsere Abläufe zu finden, das Playbook auszuführen und uns, ja, man sagt nicht kennenlernen, aber wirklich wieder einen Groove bekommen und einen Flow bekommen, damit wir dann am Samstag, ja, so wie gegen Serbien auch wirklich sehr in Sync auftreten können und sehr eingetaktet gegen Dänemark spielen können. Also genau diesen Rhythmus finden, diesen Gleichklang zu finden in unseren Spielsystemen, darum geht es die nächsten 2 Tage. Dänemark hat länger schon nicht mehr gespielt. Magst du uns ein bisschen erklären, was war da los bei denen? Naja, was bei uns allen los war, es war Corona dazwischen. Unsere Europameisterschaft ist ja vielleicht die längste der Geschichte überhaupt, weil Corona genau in der Mitte eineinhalb Jahre Pause geführt hat. Und noch dazu konnten die Dänen dann nicht ihr erstes Spiel dieses Jahr spielen, weil England abgesagt hat, auch wegen Covid-Restriktionen. Und somit treffen wir auf einen Gegner, wo wir quasi das letzte Bildmaterial oder Videomaterial, was für uns sehr wichtig ist im Football, ist aus 2019 und das ist eine schlechte Qualität. Mhm. Sprich, Fokus wird auf uns sein. Wir wissen, wir kennen Dänemark vor allem auch aus dem Nachwuchsbereich, aus 2018 von der letzten Europameisterschaft. Wir wissen circa, was auf uns zukommt, aber was wirklich auf uns zukommt, werden wir erst dann während dem Spiel bemerken. Also für die Analyse ist es schwierig, gibt es wenig Bildmaterial, aber ist vielleicht ein Vorteil, dass man sagt, die haben eh schon länger nicht mehr gespielt? Ich glaube auf jeden Fall, dass für uns ein Vorteil ist, dass wir im August wirklich einmal den Ernstfall wieder durchspielen konnten gegen Serbien und ich glaube, da auch sehr überzeugend aufgetreten sind sportlich. Ja, ich kann mir gar nicht gut vorstellen, wie das jetzt für Dänemark sein muss, nach so langer Zeit wieder zu spielen. Wir kommen da sicher in einem anderen Rhythmus daher und mit einem anderen Tempo. Und ja, ich hoffe, es ist vielleicht auch ein Thema, auf das wir heute noch kommen, dass wir unsere Ausfälle, die wir haben, kompensieren können. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass das ein Vorteil für uns ist, dass wir diesen Spielrhythmus haben. Natürlich, auf der Minusseite steht, sie haben unser Videomaterial. Sie wissen recht gut, was wir gegen Serbien machten. Bei Dänemark hat sich der gesamte Trainerstab oder der halbe Trainerstab hat durchgewechselt. Also für uns ist das ein bisschen ein Blindflug am Samstag. Kommen da vielleicht so ein bisschen Erinnerungen hoch? Football-EM 2014, Dänemark muss da die 49-7 Niederlage einstecken. Damals auch eine starke Offensive von Team Österreich. Möchte man da ein bisschen versuchen, jetzt an das Ergebnis auch anzuknüpfen? Ja, es ist schön, dass du so gut recherchiert hast. Ich war da ja damals schon dabei natürlich und schöne Momente gewesen. Aber das ist wirklich eine andere Generation. Ich glaube, aus diesem Team haben wir nur einen Spieler mehr dabei, muss man sich vorstellen. Der Alexander Thure, der damals Backup-Quarterback war. Florian Probst wäre auch dabei gewesen, leider verletzt. Das heißt, wir haben da, ich finde da nicht mehr viele Gemeinsamkeiten. Aber natürlich, danke fürs Erinnern, also dieser Moment da in Graz im Stadion. Ich glaube, das waren 8000 Leute damals im Stadion. Wie wir da drüber gebügelt sind, das war schon sehr cool. Ja. Das ist schon angesprochen, der 48-6 Erfolg gegen Serbien im August. Jetzt geht es halt nur noch unter Anführungszeichen um Platz 5. Wie wirst du da dein Team motivieren, auch wenn es mal nicht um den ersten Platz geht, dass man trotzdem alles gibt am Field? Ja, das ist nicht so schwierig bei uns, weil wir uns, seit ich begonnen habe, eigentlich schon einen längeren Plan gelegt haben, Ziele über dieses Jahr hinaus gelegt haben und ja, ich versuche die Jungs und den Coaching-Staff mitzunehmen auf einer Reise und
Serbien war der erste Zwischenstopp, Dänemark wird der nächste Zwischenstopp sein. Aber wenn es dann richtig, richtig drum geht, ist nächstes Jahr und dann übernächstes Jahr hoffentlich, wenn wir um den Europameistertitel spielen wollen. Das heißt, die Motivation hier liegt, glaube ich, weniger drum, um welche Platzierung wir spielen, sondern die wenigen Tage, die wir haben, aufgrund des Kalenders sozusagen, voll auszunutzen und uns als Team weiterzuentwickeln, uns zu finden, auch ja, uns blinder zu verstehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist auch das, was Österreich eigentlich immer ausgemacht hat. Ein engerer Zusammenhalt, vielleicht auch durch die Kleinheit unseres Landes, kennen sich die Spieler besser, aber genau aus diesem Potenzial einfach das meiste machen. Und dafür hoffe ich, dass sich niemanden motivieren muss, weil unsere Ziele sind, unsere echten Ziele dann finden nächstes Jahr und übernächstes Jahr statt. Du hast schon angesprochen, der Kader leider zum Teil viele Verletzungen. Wie wird man das kompensieren? Ja, also wir haben ja Gott sei Dank begonnen, unsere Mission zurück an die Spitze Europas mit einem offenen Trainingslager, wo 130 Spieler da waren, die für Team Österreich spielen wollten. Das heißt, der Pool, aus dem wir wählen können, ist doch sehr groß. Natürlich tun wir uns schwer, diese Top-Qualität zu ersetzen, aber ich sage mal, in der zweiten und in der dritten Reihe sind wir wahrscheinlich so tief wie nie zuvor. Das spricht auch dafür, dass in der Breite bessere Footballspieler entwickelt werden in Österreich über die letzten Jahre. Natürlich den einen oder anderen Spitzenmann, das ist schwierig zu ersetzen, aber ich hoffe doch, dass wir es durch ja, die Gruppe sozusagen wettmachen können. Mhm. Schauen wir uns kurz die EM an sich an. Österreich startet da gut rein. Der hohe 66:0 Sieg gegen die Schweiz, ein bisschen die Favoritenrolle auch als Vize-Europameister. Dann aber doch die Niederlage gegen Italien. Woran lag es, dass man da diese Favoritenrolle nicht ausbauen konnte, deiner Meinung nach? Also gleich Disclaimer, ich war da noch nicht im Coaching-Staff, das war der Coaching-Staff vor uns, deshalb will ich da auch nicht zu viel ins Detail gehen. Ich kann mich erinnern, ich war damals Experte im Fernsehen bei diesem Spiel und konnte meinen Augen nicht wirklich trauen, was da passiert ist. Aber spätestens seit diesem Spiel gegen Italien, das man verloren hat als Top-Favorit, also es war gar keine Frage, wer der Favorit wäre, müssen wir wissen, dass wir uns nicht viele Ausfälle erlauben können. Und Ausfälle passieren im Nationalteam bei uns krankheitsbedingt, verletzungsbedingt, beruflich, aufgrund von Studium, aber dann schon auch teilweise, wenn sich Spieler nicht voll committen zu diesem Team und sagen, den Aufwand ist es mir vielleicht nicht wert. Und da müssen wir uns schon wirklich in den Spiegel schauen und schauen, ein Programm auf die Beine zu stellen, dass alle Spieler da sind, die wir brauchen. Und das war gegen Italien der Fall, dass einige Spieler einfach gesagt haben, ach, Italien, und interessiert mich nicht wirklich. Und da müssen wir unsere Hausaufgaben machen, dass das sicher nicht mehr so passieren wird. Und ja, ich hoffe, es gibt kein Déjà-vu am Samstag, aber ich bin guter Dinge, dass wir drüber kommen. Ja. Ganz kurz zu Italien, stehen jetzt tatsächlich im Finale gegen Schweden. Wer da, denkst du, die besseren Karten? Ich muss sagen, auch da setze ich auf Schweden. Allein schon deshalb, weil Schweden ihr Spiel gespielt hat heuer. Italien ist durch eine Disqualifikation oder durch Corona-Fälle beim französischen Team. Also das Spiel war angesetzt, Frankreich ist angereist nach Italien. Und im Camp sind dann in Italien bei den Franzosen Corona-Fälle aufgetreten. Und daher wurde dieses Spiel überhaupt nicht ausgetragen, sondern 35:0, glaube ich, wird es dann strafverifiziert für das Team, gegen das Team Frankreich. Das heißt, Schweden hat Spielpraxis, Schweden hat jetzt noch einmal gegen Finnland auch gespielt. Ich würde glauben, dass Schweden da allein deshalb ein bisschen die Nase vorn haben wird. Aber ich werde vor Ort sein, also ich werde mir das anschauen. Es ist ja gleich nebenan, also es ist in Malmö das Spiel. Das heißt, ich bleibe noch einen Tag länger, nachdem wir in Kopenhagen gespielt haben am Samstag, schauen wir das Finale vor Ort an und bin schon sehr gespannt. Weil ja, das sind die Teams to beat für 2022, 2023. Also wirst du gleich das Auge draufhalten. Und du hast es vorher angesprochen, Corona-Pandemie 2019, dann davor noch der Wechsel im Trainerstab, eben nach der Niederlage gegen Italien. Schon Vater, du bist jetzt der Nachfolger von ihm. Wie schwer war das für dich? Zuerst die Übernahme der Position nach der Niederlage, dann auch noch Riesenthema Corona-Pandemie. Ja, wie schwierig war das für dich? Schwierig war vor allem die Zeit, wo wir quasi, also man muss sich das so vorstellen, als Corona noch kein Thema war, ja, sind wir unser Programm schon voll hochgefahren. Der Trainerstab ist gestanden, unsere Camp-Termine sind gestanden, die Camp-Pläne, die Einladungen, wir wussten schon, wer wo sein wird. Also es war alles schon ready to go. Und dann kam dieser erste Lockdown und diese ersten Situationen, wo man nicht mehr Sport ausüben durfte.
Das war, glaube ich, diese schwierigste Situation, das Programm hochzufahren und runterzufahren. Beim ersten Mal war das noch ganz okay. Da denkt man sich halt, ja, part of the game, shit happens quasi. Wir haben das dann in dem Jahr 2020 noch zweimal gemacht. Ja. Also für den August oder September, für den August hin, glaube ich, oder Juli, voll hochgefahren, Anmeldungen, Kommunikation mit Spielern, da und da. Und dann ist wieder der Lockdown gekommen und das Gleiche noch einmal im Dezember. Das hat ein bisschen gezerrt, aber es ist, wirkt jetzt schon wieder wie so lang her. Also ich kann mich kaum mehr daran erinnern, weil ich sage mal, den Weg, den wir dieses Jahr eingeschlagen haben, mit diesen 3-4 Trainingslagern im Frühling, die alle stattfinden konnten, das hat für vieles, wieder gut gemacht und ist einfach schön, wieder mit diesem Team am Platz zu stehen. Warum ich sage immer wieder, ja, obwohl ich neuer Trainer bin, ich bin seit 2009 im Trainerstab von Team Österreich, war dann auch quasi in allen Junioren-Nationalteams im Trainerstab und ja, das sind meine Jungs einfach. Also die kenne ich, seitdem sie klein sind. Manche lerne ich neu kennen, das ist auch cool. Aber die meisten Burschen, die wir da im Team haben, ja, begleite ich seit, ich sage mal, 2013, 2015, so um den Dreh. Und dementsprechend ist es schön, einfach, es fühlt sich wie eine große Reunion an eigentlich. Das ist vorher schon angesprochen, die AFL wieder auf Amateurbasis ausgetragen. Das heißt, die meisten haben Studium, haben Arbeit nebenbei. Wie versuchst du da deine Spieler zu motivieren, den Alltag auszuschalten und am Feld wirklich jetzt nur Nationalspieler zu sein, abgesehen von Stress, Privat, Arbeit oder auch Pandemie? Ja, ich glaube, du hast das schon angesprochen. Also das Schönste oder Beste, was wir ihnen anbieten können, ist so ein, ich sage mal, Aktivurlaub, wenn man so will, ja, im schönsten Sinn der Sinne, wo wir wirklich in ein Profileben eintauchen können. Also das, was das Nationalteam bietet oder bieten sollte, sind Rahmenbedingungen, die so professionell sind, dass man sich denkt, boah, dort gehe ich hin, weil dort kann ich wirklich das Leben eines Profis für ein paar Tage leben, völlig abschalten, alles rechts und links liegen lassen. Und was schon auch wirklich fürs Nationalteam spricht, ist, du spielst dort und trainierst mit den besten Spielern Österreichs und das sind einfach auch die besten Spieler Europas. Und in deinem Verein wirst du immer eine Top-Schicht an Spielern haben, ganz klar, mit denen battlest du, mit denen misst du dich. Aber dann einmal in ein Football-Team zu kommen, wo alle 45, alle 50, alle 60 Spieler, wie viele auch immer im Trainingslager sind, auf diesem Niveau agieren, das ist schon, sind schon besondere Momente. Und dann braucht man gar nicht davon reden, wenn wir dort aufstellen, uns zu 45 mit den 15 Betreuern daneben und die Nationalhymne kommt. Das muss man erleben als Sportler, das will man erleben als Sportler und ja, wir tun unser Bestes, dass die Erfahrung Nationalteam besonders ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wäre das so ein bisschen ein Ziel für Football Austria, dass man sagt, irgendwann kann man davon leben, irgendwann ist das so groß der Hype? Ich will nicht für ganz Football Austria sprechen, ich habe so ein gewisses Zukunftsbild im nächsten Entwicklungsschritt dieser Sportart, dass ich, ja, für das ich stehe. Und ich glaube schon, dass man vor allem, es ist immer mehr zu einem Studentensport geworden, weil sich arbeitende Personen diese Intensität kaum mehr leisten können. Also wir sprechen von 4-mal Kraftkammer, 3-4-mal am Feld. Also es ist nicht mehr viel Unterschied eigentlich zu einem Profisportler, außer dass man halt daneben noch was tun muss, ja, Studium oder Arbeit. Und mir wäre es ein totales Anliegen, dass die Spieler, die so viel investieren, zumindest ihr Studium davon finanzieren könnten. Ich glaube, das wäre dann schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil im Endeffekt, wenn du Student bist und du willst der beste Footballspieler Europas sein, kannst du es aber nur machen, wenn du Student bist, dann brauchst du auch noch einen Job, der dich ernährt. Das heißt, es bleibt dir nicht dabei, studieren und Football, außer die Eltern meinen sehr gut mit einem, sondern meistens ist es studieren, Football und irgendwo, wo ein Geld auch noch herkommen muss, damit man sich seine Wohnung und sein Leben leisten kann. Und ich fände es total ein cooles Ziel für unsere Sportart, dass man zumindest diesen Nebenjob noch wegkriegen könnte und den durch Football ersetzen könnte. Das wäre so eine schöne Vorstellung für mich, für Football in Österreich. Kommen wir mal zu dir als Person. Seit 2008 bist du in der Coaching-Szene aktiv, seit 2019 eben auch Nationaltrainer. Was waren für dich selber so die wichtigsten Milestones, wenn du in deine Karriere zurückschaust? Naja, ich habe das Glück gehabt, ganz am Anfang meiner Karriere, ich wusste noch nicht, dass es eine Karriere wird, ich wollte eigentlich nach meiner aktiven Karriere, die ich sehr früh beendet habe, in meinem Verein in Graz einfach ins Nachwuchsprogramm zurück Zeit investieren und etwas zurückgeben dem Verein, das er mir gegeben hat. Und da wusste eigentlich noch nichts, was es bedeutet, Trainer zu sein, wie auch immer. Ja. Und
habe mich freiwillig gemeldet, ich würde da mit tun als Trainer, wenn es Bedarf gibt. Und zufällig war dann in Graz ein sehr bekannter, sehr professioneller und sehr erfahrener Trainer, der Rick Rhodes. Und wie auch immer haben wir relativ schnell eine Bindung gefunden und er hat mich dann wie seinen Lehrling quasi unter die Flügel genommen und mir 4 Jahre wirklich das Handwerk des Football-Trainers beigebracht. Ich konnte total profitieren. Er hat mich auch gleich ins Nationalteam mitgenommen. Er war auch Nationalteam-Headcoach in den Jahren 2009 bis 2011, so um den Dreh. Und ja, und dann ist es schon losgegangen. Also Weltmeisterschaft in Österreich 2011, Europameisterschaft in Frankfurt in der großen Commerzbank Arena im Spiel gegen Deutschland, gleich, dass wir um 2 Punkte verloren haben. Das waren Riesenmomente schon sehr früh in meiner Karriere. Ein Meistertitel in Graz als Assistenztrainer. Und dann, ja, waren eigentlich die schönsten Momente wahrscheinlich mit dem Nationalteam, vor allem auch mit dem Junioren-Nationalteam. Dort durfte ich 3 Europameistertitel bis jetzt mitfeiern, also 3 goldene hängen daheim aus dem U19-Bereich. Und das muss natürlich auch im Herrenbereich kommen, weil sonst wäre da eine Disbalance, die mir nicht gefallen würde für meine Karriere. Und was wirklich, wenn ich die Augen zumache und an Football-Coaching denke, ist sicher 2014 Happel-Finale, Endspiel, 27.000 Menschen, Overtime, leider Niederlage gegen Deutschland. Aber ja, der Moment oder der Tag, das ganze Turnier eigentlich, Football auf dieser Bühne zu sehen, diesen Andrang an Menschen, diese Massen an Menschen, die uns unterstützt haben, die Publicity, die ich finde, die es verdient, ja, das ist eigentlich wahrscheinlich schon trotzdem so Cherry on the Cake irgendwie. Die Cherry schmeckt nicht so gut, weil wir verloren haben, aber das können wir hoffentlich zukünftig ausmerzen und unsere deutschen Nachbarn dann doch irgendwann schlagen und Europameister werden, ja. Wir werden sehen. Auf deiner Homepage Max Coaching verrätst du auch noch, dass du eben Football in Europa vorantreiben willst. Du schreibst da auf Deutsch übersetzt jetzt, der Wille sei da, einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft des American Football außerhalb der USA beizutragen. Wie soll das gelingen? Boah, das ist sicher ein großes Thema, aber es wird Individuen brauchen, die als Zugpferde dienen. Und ja, ich stelle mich da gern zur Verfügung. Ich biete das ja auch an eben und es kommen immer wieder Vereine auf mich zu, um mit ihnen zu arbeiten. Wie soll das gelingen? Ich glaube, insgesamt haben wir es geschafft, eine gewisse Bekanntheit mit dieser Sportart zu haben. Natürlich, die NFL-Übertragungen helfen da total dazu. Ich glaube, man muss es sich anschauen von einer unternehmerischen, organisatorischen Linie und von einer sportlichen Linie. Auf der sportlichen Linie brauchen wir Trainerausbildungen. Wir brauchen Trainer, so wie ich es einer bin, der lang im Geschäft bleibt und nicht dann irgendwann abzweigt, weil es ja irgendwo anders dann vielleicht interessanter ist. Aber ich glaube, organisatorisch und unternehmerisch brauchen wir auf jeden Fall Geister und Personen, die ein Business aus dem Ganzen machen wollen, zumindest aus dem Verein. Wir sind jetzt 30, also der Verein in Graz, deshalb weiß ich es zufällig, hat heuer 40-jähriges Jubiläum. Und über die 40 Jahre hat Football eine irre Entwicklung gemacht, aber es gibt dann immer wieder Schwellen, über die man drüber treten muss. Und wenn man wirklich auch als nachhaltige, kraftvolle Sportart in der Landschaft auftreten muss, muss auch irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter sein. Und ja, über das streiten sich die Geister. Ich bin auf jeden Fall gewillt, mitzutun, weil diese Sportart ist ganz besonders. Das, was es Jugendlichen bringen kann, Burschen und auch Mädels, die durchgehen durch diese Nachwuchsprogramme, die nehmen was mit fürs Leben, das ist wirklich genial. Ja? Also wenn du auch mit denen sprichst, das wird mir jetzt erst bewusst, ich war da viel im Nachwuchscoaching tätig und jetzt sind die Kids oder damals Kids und jetzt Erwachsenen erwachsen und das Feedback, das du bekommst, wie wichtig das war für sie in ihrer Entwicklung, dass sie nicht auf die falsche Spur geraten sind, welche Werte und Tugenden sie mitnehmen konnten, das Netzwerk, das sie sich im Verein aufbauen konnten für die Zukunft, das ist einfach was ja sehr besonders ist und ich habe ein bisschen Sorge, dass es nicht genug gepflegt wird eigentlich und hoffe, dass wir diese ja, steile Bergfahrt weiterführen können. Das wäre ganz wichtig, meiner Meinung nach. Dann wünsche ich alles Gute für diese Reise. Abschließende Frage jetzt noch, wie geht's aus am Wochenende Dänemark gegen Österreich? Dein Tipp?
Boah, ich sage, ein Punkt mehr auf unserer Seite, dann wäre ich schon ganz happy. Schauen wir mal, wie es dann wird. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich sage danke, dass du da warst. Danke für diese interessanten Einblicke hier ins Thema Football in Österreich. Und ich sage auch euch danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf Krone TV. Boom, 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 boom.